Heute wollte ich euch das neue Duotone Superstar präsentieren. Das Superstar, vielen von euch ist vielleicht noch ein Begriff, gab so um 2003, 2004 rum, war ein sehr beliebtes Wave-Segel. Jetzt belebt es seine Wiedergeburt sozusagen. Es gibt es in zwei Ausstattungen oder zwei Designs. Das ist das Standard-Design, das normale Design. Gegen einen kleinen Aufpreis gibt es auch eine Stargazer Edition. Die Stargazer Edition kommt dann mit dem bekannten Stern. Der Superstar kommt in den Größen 3,7 bis 6,2 daher. Es ist ein reines Vierlatten-Wave-Segel, ähnlich wie das Superhero. Nun fragt man sich ja, warum gibt es dann zwei Segel? Superhero, Superstar. Die beiden Segel haben zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Das Superhero hat einen etwas weiter zentrierten Druckpunkt und weiter unten liegenden Druckpunkt. Das Superstar hat den Druckpunkt ein bisschen weiter oben liegend und ein bisschen weiter vorwärts liegend. Dadurch ist eine komplett andere Charakteristik da. Übrigens gibt es das Superstar in der Größe 6,2. Das ist die einzigste Größe, die dann auch 5 Latten hat. Ich bin auch das 6,2 ja schon gefahren. Das eignet sich auch hervorragend als Bump-and-Jump-Segel, auch auf Flachwasser, einfach zum Heizen, beispielsweise mit einem Freeride-Board. Es ist super handlich, sehr druckpunktstabil und geht früh los. Ja, und das ist auch der große Unterschied. Dieser vorne liegende Druckpunkt, der sorgt dafür, dass das Segel sehr früh losgeht, sehr explosiv, sehr reaktiv ist, was zum Beispiel auch hilft bei Sprüngen, weil wenn ich dann hoch springe, habe den Druckpunkt weiter oben, leite dann ein Vorwärtsloop ein, dann reagiert das Segel sofort. Und der weiter oben liegende Druckpunkt sorgt dafür, dass die Rotationsgeschwindigkeit dadurch höher ist. Genau, ansonsten ist dieses Fahrfeeling auch vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit dem alten Volt. Das Volt, da war der Druckpunkt auch weiter vorne und es war auch ein bisschen reaktiver. Das Superhero ist da eher, sage ich mal, für die Quad-Fin-Boards geeignet. Das ist eher der Druckpunkt weiter unten, weiter tiefer. Eignet sich vielleicht ein bisschen schöner zum Welle abreiten, um halt wirklich enge, radikale Turns zu machen. Dieses Segel ist eher ein Spring- oder Bump-and-Jump-Segel, sage ich mal. Genau. Ansonsten gibt es bei dem Superstar die bekannten Features hier, wo man den Druckpunkt findet. Es gibt Gurtbänder, die dafür sorgen, dass es hier nicht durchscheuert an den Latten. Es hat überall doppelte Nähte, um ausreichend verstärkt zu sein gegen Waschgänge. In der unteren Latte ist ein kleiner Shape. Ansonsten oben ist es relativ flach gehalten, so dass das Segel auch ein sehr gutes neutrales Off hat, wenn man es beim Bottom Turn Off stellen möchte. Und sobald man Power braucht, ein bisschen zieht, bildet sich auch schnell wieder ein tiefer Bauch, um genügend Power zu bieten, wenn man halt die Power genau benötigt. Ja, auch dieses Segel haben wir wieder in allen Größen hier bei uns vorrätig und ihr könnt natürlich gerne vorbeikommen, das wieder ausprobieren, testen. Wir haben mehrere Testgrößen da. Alles klar, wir sehen uns.